So, jetzt bin ich hier. Spinne. Spinne, 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 Spinne. Auf die Spinne eingedroschen. Ja, das macht Spaß. Haben wir jetzt 36? Tatsache, das waren 2 AP. Siehst du, da zieht mir der Ork nicht wirklich was ab. Das ist in Ordnung. Ich bin jetzt irgendwie woanders, als ich dachte, dass ich bin. Achso, danach ist die Schlüssel zu sehen. So. Jetzt wird es interessanter. Wenn sie das Gelege zertrampeln hier links, greift sie. So. Wir werden aber sterben, wenn wir das vorher nicht dies und das gemacht haben. Also, Mist. Schwieriger Kampf. Aber ich meine, gut, wenn die 2 AP geben, bin ich ja hoch durch hier, ne? So. Für den folgenden Kampf werde ich Taya, werde ich generell die Gruppe aufteilen. Ach, ist immer gleich. Okay, krass. Immer der gleiche Kampf hier. Hier kann ich also quasi unbegrenzt leveln. Naja, was heißt unbegrenzt leveln, aber gezielt einmal 2 Punkte holen. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und ich überlege das zu tun, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Erstmal speichern wir nochmal. So. Für den Folgekampf nehme ich am besten die mit, die allermeisten AP noch brauchen. Durin, ganz oben dabei. Oh, der ist bald durch. Na. Ah. Ich mache eine Party aus Sephiroth, Durin und Samira? Samira, genau. Das passt. Gruppe aufteilen. Ne, warte. Erstmal die Fiolen verteilen. So. Das ist okay. Dass man das so braucht, das kann man sich ohne Lösung einfach nicht erahnen, weil das aber Fiolen sind. Und ich glaube, auch wenn man alles untersucht, dann steht nicht da, haha, das schützt gegen Spinnengift oder was auch immer. Der Punkt ist jedenfalls, wenn ich jetzt nicht geimpft bin in diesem Kampf, sterben die Helden. So einfach ist das. Sephiroth, Samira, Durin. Ende. Und, naja. Ja, natürlich geil, das zu wissen, sowas, aber das Spiel verrät es einem einfach nicht. Das kann schon ärgerlich sein. So, benutzen. Mit einer Grimasse wirkt Sephiroth die übrigen Flüssigkeit runter und zack, 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 zack. Bemerkt wohliges Kribbeln im Bauch. Siehste. Alles toppi. Das gleiche nochmal. Und das gleiche nochmal. Nur mal so fürs Protokoll. 272. Mal sehen, wie es hier nach aussieht. Nest zerstören, jawohl. Ihr benötigt geraume Zeit, aber schließlich habt ihr alle Spinnen zertrampelt und das Nest bis zur Unkenntlichkeit zerwühlt. Ob dies allerdings die beste Idee war, dessen seid ihr euch nicht so sicher. Denn schon hört ihr ein seltsames pfeifendes Geräusch hinter euch und fahrt herum. Die Königin entfernt es einem von euch. Mit mächtigen Schritten nähert euch sich euch die Höhlenspinnenkönigin und starrt euch eine Sekunde reglos durch ihre zahllosen Augen an. Bei Rondra einfällt es Sephiroth, das Teil ist ja riesig. Und tatsächlich ist diese Spinne etwa 4 Schritt hoch und füllt den rasanten Raum aus, sodass keine Flucht möglich ist. Dann urplötzlich setzen sich ihre unzähligen Beine, also um die 8 dürfen das sein wahrscheinlich, in Bewegung und sie bäumt sich vor euch auf, um anzugreifen. Obwohl die Spinne erfolgreich versucht, euch zu beißen und die Gift in eure Leber zu pumpen, bleibt es dennoch erfolglos, weil ich was genug habe. Irgendwas in euch schützt euch offenbar vor dem sonst todbringenden Gift der Königin. Okay, deswegen also nicht in dem Kampf an sich. Gut. Aua! Durch diese Erkenntnis bestärkt, greift ihr nun frontal an und es gelingt euch, einen kurzen, aber sehr erbitterten Kampf die Spinne zu töten. Ah, trotzdem Level Up, wollte gerade sagen. Ohne Kampf, aber zumindest gab es trotzdem AP. Das ist völlig in Ordnung. So. Was mache ich bei dir, ist die Frage, ja. Mut wäre vielleicht nicht verkehrt und Klugheit für ein bisschen Magieresistenz. Wobei, du hast eigentlich ganz gut inzwischen, aber... Mut ist immer gut, komm. Keine höhere Warte, ich sehe was gerade. Neugier runter. Gelungen. 5 Punkte ist okay. Schwerter, misslungen, natürlich. Das Wichtige ist ja auch 2 Händer. Nein! Lieber automatisch verteilen. Ich lade neu. Er ist doch der Einzige. Oh, aber ich habe ordentlich Schaden genommen, trotz alledem. Und ich wollte die AP checken. 50 Stück, das ist okay. Aber ich lade nochmal neu. Wie gesagt, das war jetzt doof.
Was? Ich lade neun Pedim im Kampf? Was zum Teufel? Aber ich bin hier richtig. Getrunken haben wir noch nicht, nehme ich an. Nee. Ah, ich muss mal mit dem Trinken nochmal neu speichern, damit ich das mit dem Level-Up besser hinbekomme. Benutzen. Ich frage mich, ob ich noch mehr AP bekomme, wenn ich dann tatsächlich die anderen Helden nicht mitnehme. Und generell, ob die auch AP bekommen. Ich kann mal gucken. 101 hat er. Ich meine, sie machen jetzt nicht mit, das ist ganz klar, aber ging es trotzdem wie AP. So, weil, keine Ahnung, als Bonus. Mag ja sein. Speichern. Zack. Ja. Aua. Alle Eingaben von Hand übernehmen, natürlich, ist klar. Ich war mal Spaß Mut mal eben. Auch nicht gestiegen. Misslungen, ja geil. 7 Punkte. Ist ja gut. Komisch. Beides nicht meine Magieresistenz erhöht. Müsste aber eigentlich beides meine Magieresistenz erhöhen. Misslungen. Wahrscheinlich nochmal Misslungen. Oh, das reicht mir langsam. Oh, ich kann aufsparen. Das ist ja nett. Aber nochmal neu laden gleich. Und ich will, wie gesagt, gucken, ob das vielleicht trotzdem AP gegeben hat für die Nicht-Teilnehmer. Nein, definitiv nicht. Schade. Ist ja auch schade. Laden. Ja, wollen wir. Nein, nein, alles selber. Dann bleibe ich bei Mut, würde ich sagen. Neugier ist auch mal weiterhin, was ich hier runter haben möchte. Was ist denn hier los? Es geht aber nicht. Wieso nicht? Das ist doch ein sehr hoher Wert. Dann kann es nicht liegen. Ja! Endlich mal was geschafft hier. Endlich mal was geschafft. So. Leben war okay mit 6 Punkten. War keine 7, aber war noch keine 5 oder weniger. Also damit kann ich leben. Hauptsache, Zweihänder steigt endlich mal wieder. Das ist nämlich ewig nicht passiert. Das finde ich sehr wichtig bei ihm. So, Selbstbeherrschung, immer gut. Wenn es klappen würde. Aber ich bin beim Zweihänder, das ist das Wichtigste von allem, was ich hier machen kann. Für mich persönlich jedenfalls. Das hat geklappt, das finde ich in Ordnung. Der Rest ist Bonus für mich. Selbst das Gelingen, Misslingen der negativen Sache, weil die, glaube ich, ach, generell überhaupt keine Rolle für irgendwas spielt. Daher ist es für mich auch okay, wenn es gar nicht passiert. Und wie gesagt, wie schon oft gesagt, 7 ist ein guter Wert. Ich bin bei über 10 bei den wichtigen Sachen. Also, was soll der Geiz, ne? Haben wir alles, brauchen wir nicht mehr. Bloß in dem Sinne, es läuft. Ja. Noch auch nichts von. Höchstens bei Wissen vielleicht nochmal versuchen. Oder warte, nee, noch besser. Stehenschere habe ich noch gar nicht gemacht bei ihm. Oh. Will auch nicht mehr. Aber Wissen, Kriegskunst habe ich auch lange nicht versucht. Bah, ich doch keinen Sinn. Bringt nichts. So. Ja, das dazu. Gruppe wechseln. So weit weg? Achso. Doch nicht so weit weg. Hier ist jetzt ein neuer Raum. Zack, alles zusammen. Durchwechseln. Und dringend einmal heilen, bitte. Sonst sterben die mir noch weg. Das will ja keiner. Firion, Wunden heilen, Samira, 15 Punkte. Juhu! Was? Das ist gar nicht wahr. Wunden heilen, Sephiroth. Juhu! Er ist schon recht gut geworden im Wunden heilen. 15 Punkte ist eigentlich recht viel. Ich habe halt nur 4 Leben, deswegen wirkt das nicht nach so viel, aber es ist okay. Trotzdem natürlich wenig Leben. Habe ich noch Heiltrank irgendwo versteckt? Zaubertrank. Gifte überall als Zaubertrank in oder was anderes. Aber nein, ich glaube, ich habe tatsächlich keine weiteren Heiltränke mehr. Schade. Sehr schade. Aber hilft ja nichts. Und ich habe Hunger. Aber wir essen bald was. Alles gut. So. Jetzt müsste ich eigentlich den... Da haben wir ihn. Pfeilschlüssel bekommen haben. Genau. Vielen Dank. So, der Schlüssel ist jetzt auch da. Das war eben wichtig. Das Ding ist, ich meine, ich komme ja schätzungsweise auch auf eine andere Art und Weise hier raus, wenn ich bloß den Gang nehme, den ich gekommen bin. Aber das hier mit der Spinne ist halt wichtig für diesen Schlüssel, um nach oben zu kommen, auf diese Art und Weise. Oder nach unten, besser gesagt. Ich komme in Ebene 3 von dieser Latrine aus, was ich ja nicht will. Das ist ja Quatsch.
Das hätte ja aber eigentlich, kommen ja auch eigentlich von dem anderen, von Ebene 1 aus hier rein. Wie ich dann gehen müsste, wenn ich da oben nicht durchkomme, frage ich mich gerade. Aber egal. Wir haben den Schlüssel erstmal, das ist sehr wichtig, das ist sehr gut. Damit kommen wir dahin, wo ich jetzt hin will, das passt. Aber hätte halt ohne Lösung niemals drauf kommen können, so in der Richtung. Okay, aber jetzt muss ich nochmal eben noch woanders hin wieder. Ich frage mich, ob ich jetzt noch Spinnen mich angreifen, wenn ich jetzt Spinnennetz jetzt zerschneide. Und das müsste einfach jetzt kommen, was auszuprobieren. Nee, ach schade. So gesehen habe ich jetzt meine ganzen AP versaut, die ich jetzt nicht mehr kriegen kann, ne? Nein, doch nicht. Es kommen noch welche. Okay. Auf jeden Fall kommen da, wo ich gerade dauerhaft kämpfen konnte, keine mehr. Was natürlich ein bisschen schade ist. Andererseits, wer soll jetzt schon mal groß Level steigen? Ich habe jetzt nichts mehr in Reichweite. Aber Firions, Firion? Ach, hier ist der. Jetzt, ja gut, er ist richtig dicht. Dann steckt er auch bei Level auf. Okay, gut. Dann ist Firion bald dran. Wo bin ich jetzt? Da 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 da. Ja. Von der Aua. Oh, vor allem er sieht gut aus. Vielleicht sollte ich mal schlafen gehen. Was soll's so? Schlafen? Ja. Ist okay. Oh, hat sich da mal gelohnt. Richtig gut regeneriert hier. Hab ich schon was gegessen? Esst ruhig was. Es ist völlig erlaubt. Oh Mann. Ich muss mal suchen. Jetzt habe ich ja geschlafen. Jetzt könnte Heilung wieder funktionieren. Natürlich nicht. Wäre auch zu leicht. Dann schlafe ich nochmal. Ich meine, ich weiß nicht, ob es normal ist, dass man hier tatsächlich nicht hungert. Mir ging auch kein Durst dazu, warum auch immer. Ich dachte, zumindest in Teil 1 war es ja so gewesen, dass definitiv Durst eine Rolle spielte, wenn man im Dungeon länger drin war. Aber ich habe doch nie geschlafen, deswegen weiß ich nicht. Ah, Charisma steigt wieder. Schön. Doch von ganz alleine, siehst du. Und den ganzen Tag geschlafen hier mitten in der Orkfestung. Und Hunger steigt einfach nicht. Es steigt nur, wenn ich aktiv spiele. Das finde ich faszinierend. Wenn ich klar, Durst habe ich ja sowieso was dagegen. Da ist ja kein Problem. Aber es ist trotzdem halt irgendwie ulkig, dass es so ist, wie es ist. So, jetzt aber. Firion. Darf wieder ein paar Wunden heilen. Fangen wir hier an. 15. Ich glaube, 15 ist der feste Wert gerade. Kann das sein? Es ist so zufällig überall 15. Dass ich direkt mal gucken muss, gleich, ob sein Wert bei Wunden heilen auf 15 ist und das deswegen so ist. Also, als ob es 1 zu 1 übertragen wird. Das würde ich gerne wissen. Talentwerte. Tja, wo war das denn jetzt? Ich habe nichts mit 15 hier. Handwerk. Doch, Wunden heilen. 15. Tatsache. Das mag 1 zu 1 das sein. Was zum einen natürlich cool ist. Dann weiß ich immer genau, was ich damit mache. Zum anderen ist da kein wirklich viel höherer Wert als 15 möglich. Also auf 20 hätte ich dann niemals kommen zum Beispiel, das sehe ich einfach nicht. Dass das realistisch ist mit dem ganzen Würfelglück beim Verteilen der Punkte. Und das natürlich dann relativ wenig Leben im Vergleich zu dem, was ich insgesamt habe. Das ist so gesehen natürlich doof. Trotzdem glaube ich, ist 15 ein guter Wert. Ich kann immer noch nebenbei magisch heilen, wenn ich das unbedingt müsste und wollte. Muss man ja auch dazu sagen. Das steht immer noch im Raum. Aber naja. Gehe ich hier durch? Ach komm, ein paar AP. Für den einen oder anderen Firion vielleicht. Den alten Wundenheiler. Der hätte es verdient. Hätte er wohl. Ach toll, Sackgasse. Autsch. Ja, supi. Supi dupi du. Warte kurz. Jetzt doch einen Weg übersehen? Ah. Muss doch hier lang gehen, ha? Ja, natürlich, was sonst? Lass kurz gucken. Nee, alles gut. Moment, ich hab mich gerade vertan. So.
weiter hier lang. Ich schätze, das ist der richtige Weg. Hey, ihr komischen Spinnen hier. Ich habe eure Mutti gekillt. Hasst mich nicht deswegen. Ich glaube, sie hasst mich nicht mehr. Der Hass hat sich gelegt.